Stell dir vor, du sitzt in deinem Wohnzimmer, die Lichter sind gedimmt und vor dir leuchtet ein gigantischer Bildschirm auf, der nicht nur brillante Farben und scharfe Details zeigt, sondern auch dein gesamtes Zimmer in ein farbenfrohes Lichtermeer taucht. Willkommen in der Welt des Philips, ein Fernseher, der nicht nur durch seine Größe beeindruckt, sondern auch durch seine innovative Technologie. Doch ist dieser Fernseher wirklich das ultimative Heimkinoerlebnis oder gibt es vielleicht noch einige Kompromisse? In diesem ausführlichen Testbericht haben wir den Philips OLED 759 unter die Lupe genommen und all Ihre Fragen beantwortet. Der Philips strahlt bereits durch seine schiere Größe eine imposante Präsenz aus. Mit seiner Bildschirmdiagonale von 77 Zoll ist er perfekt für größere Räume geeignet und verwandelt jedes Wohnzimmer in ein Heimkino. Die schlanke Bauweise und das minimalistische Design sorgen dafür, dass der Fernseher nicht klobig wirkt, sondern sich elegant in jedem Raum einfügt. Der schmale Rahmen lenkt nicht vom Bild ab, während der Standfuß aus poliertem Metall stabilen Halt bietet. Besonders auffällig ist das dreiseitige Ambilight-System, bei dem LED-Lichter an den Seiten und oben am Fernseher angebracht sind und die Farben des Bildschirms dynamisch an die Wand projizieren. Dieses Feature sorgt für ein immersives Seherlebnis, bei dem das Bild optisch über die Grenzen des Bildschirms hinaus erweitert wird. Tipp: Wenn du dieses Meisterwerk der Technologie selbst erleben möchtest, klicke auf den Amazon-Link in der Videobeschreibung und sichere dir dein eigenes Heimkino. Der Bildschirm des Philips ist zweifellos eines seiner stärksten Verkaufsargumente. Das OLED-Panel liefert beeindruckend tiefe Schwarztöne, da die einzelnen Pixel unabhängig voneinander gesteuert werden können. Das Resultat sind Kontraste, die bei LCD-Panels schlichtweg nicht erreicht werden können. Dank der 4K Ultra-HD-Auflösung sind die Bilder gestochen scharf und selbst kleine Details werden klar und deutlich dargestellt. Das Herzstück des Bildes ist der P5 AI Perfect Picture Engine Prozessor, der mithilfe künstlicher Intelligenz das Bild in Echtzeit optimiert. Egal, ob du einen actiongeladenen Film oder eine ruhige Dokumentation ansiehst, der Prozessor passt Farben, Kontraste und die Bildschärfe dynamisch an und sorgt so für ein immer optimales Bild. Unterstützt werden alle gängigen HDR-Formate, einschließlich Dolby Vision und HDR10+, was für eine atemberaubende Farbdarstellung sorgt. Du bist fasziniert von Technik? Dann vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Reviews zu verpassen. Auch akustisch hat der Philips einiges zu bieten. Mit einer Gesamtleistung von 20 Watt und Unterstützung für Dolby Atmos schafft der Fernseher eine erstaunlich immersive Klanglandschaft. Die Lautsprecher sind zwar nicht besonders zahlreich, aber dank der intelligenten Verarbeitung durch Dolby Atmos wird der Klang virtuell im Raum verteilt, sodass der Zuschauer das Gefühl hat, mitten im Geschehen zu sein. DTS sorgt zudem für eine zusätzliche Aufwertung des Sounds und macht Dialoge klarer und verständlicher, während die restliche Klangkulisse dynamisch und lebendig bleibt. Vergiss nicht, wenn dir dieses Video gefällt, drücke den Like-Button und zeig uns deine Unterstützung. Der Philips läuft auf dem eigenen Titan OS von Philips, das eine flüssige und intuitive Benutzeroberfläche bietet. Die Navigation ist einfach und die Startseite zeigt direkt die zuletzt verwendeten Apps und Inhalte, sodass du nahtlos weitersehen kannst. Das Betriebssystem unterstützt alle großen Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney Plus, was für endlosen Unterhaltungsspaß sorgt. Die Konnektivitätsoptionen sind ebenfalls reichlich vorhanden. Mit 4 HDMI 2.1 Anschlüssen ist der Fernseher bestens für aktuelle Spielkonsolen gerüstet, die von der hohen Bildwiederholfrequenz und den schnellen Reaktionszeiten profitieren. Bluetooth 5.2 sorgt für eine stabile Verbindung zu kabellosen Lautsprechern oder Kopfhörern. Teile deine Meinung. Was hältst du von dieser Smart-TV-Plattform? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wie bei jedem Produkt gibt es auch beim Philips einige Vor- und Nachteile. Diese Übersicht hilft dir, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Nachteile: Hoher Preis durch Größe und Features, die Audioleistung könnte für Audiophile schwach sein und hoher Stromverbrauch durch OLED-Technologie. Vorteile: Überragende Bildqualität dank OLED und P5 AI, Ambilight für erweitertes Seherlebnis, ideal für Gamer mit HDMI 2.1 und 120 Hz und benutzerfreundliches Titan OS mit Streaming-Unterstützung. Der Philips ist ein Fernseher, der nahezu alles bietet, was man sich von einem modernen Home-Entertainment-System wünschen kann. Von der beeindruckenden Bildqualität über das immersive Ambilight bis hin zu den umfassenden Smart-TV-Funktionen. Dieser Fernseher hebt das Seherlebnis auf ein neues Niveau. Verpasse nichts, abonniere unseren Kanal, drücke auf den Like-Button, hinterlasse einen Kommentar und schau dir die Fernseher auf Amazon an, indem du dem Link in der Beschreibung folgst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.